habe in der ersten Stunde mich ganz gut gebügelt, ne? Aber ich bin wieder zu schnell. Mein Succession Circle und rippe die Rote weg. War das vielleicht der gleiche, den ich auch hatte? Aber meiner ist weggegangen, nachdem er gemerkt hat, dass er mir nichts tun kann. Ja, einen Wiki-Eintrag kann ich jetzt leider nicht lesen. Neben dem Grinden ist schwierig. Ich krieg ja vieles hin, ne? Aber. Schwierig. Season. Ich weiß nicht, ob das ein Season Zerky war hier bei mir. Ich habe jetzt von diesen Siegeln, ne? 765. Ich muss die mal eintauschen. Geld der Wolf, ja. Du hast wieder Kira-Bonus, ne? Du kannst natürlich auf Olvia ausweichen. Kann ich gleich machen, wenn du willst. Aber ich fühle die Plane ist gerade. So. Läuft immer noch so scheiße mit deinen Pitties? Oh, Trash Talk. Das mögen manche ja besonders gerne, Kappa. Daraus sind schon Wochen, Monate lange Kriege entstanden aus Trash Talk. Ich weiß, dass du gerne gehört hast. Jetzt der eine, dann, ja. Natürlich dein Gilden abhängig. Du machst aber noch Olvia, weil da kein PvP geht. Na und Season. Season geht ja auch kein PvP. Es sei denn, du hast Glück und triffst einen, der eine Gilde hat, dann kannst du wenigstens der Gildekrieg erklären, so. Dann kannst du auch PvP machen auf dem Season-Channel. Ich weiß gar nicht, ob das bei Olvia dann auch geht, wenn du Krieg erklären würdest als Gilde. Müsste doch genauso funktionieren wie bei Season, oder nicht? Sofern der über Level 50 ist. Oder selbst. Theoretisch sogar auch unter Level 50 bei Geldenkrieg, oder? Weiß ich gar nicht. Am 24. September. Am 28. September. Am 24. September ist Heidelberg. Ich gehe eh davon aus, dass die nochmal eine Woche verlängern werden oder sowas. Gucken.
Aktuell bis 28. September auf jeden Fall. Ich glaube, das ist Sarah ihr privates Lieblingslied. Also, Fräulein Salzigkeit, Sarah, meine ich. Manchmal stelle ich mir Sarah dabei vor, wie sie das sieht, einfach zu Hause beim Putzen. Weiß nicht warum. Keine Ahnung, kann ich mir voll gut vorstellen. Olvia, Vorteile hast du also. Mhm. Mhm. Hey, vielleicht droppt deswegen nicht. Mr. Crunching. Ja, pity ja. Na gut, mal 10 Stück. Horror. Läuft doch das Ding. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie das Gefühl, ich krieg heute Peace. Ich weiß nicht warum. Ich habe irgendwie so ein Gefühl. Es ist dieses Gefühl mit drin. Ich glaube, wenn sie mir sind, innovate. Ja, I know. Ich weiß. Ich hätte davon auch nichts. Viel mehr kotzen mich diese ganzen XP-Events an. Sag ich dir, wie es ist. Nein, hast du nicht. Doch, habe ich. Es ist dieses Gefühl in mir drin. Doch, doch, doch. Zwei Stunden Nekro und drei Pitten. Ich bin 2 Stunden und habe jetzt so 10. Crunchy hat mir nicht geglaubt, dass ich ihn einhole. Hat einfach nicht mit meinem Luck gedealt, so. Ich krieg dich, Crunchy. Du wolltest das so, jetzt krieg ich dich. Trust me. Kotze mich nur mit meinen Voodoo-Dolls, ja. Aber Sehnsteine sind lecker. Schuhe sind eher für ein A. Oh, plus 12er sogar. Ist aber die einzige, ne? 10 Stück Nutscore und Drop Event. Was? 10 Nutscore? Was meinst du mit 10 Nutscore? Ich mach gleich Meva für Season, okay? Mehr 10 Piece. Achso, ich habe ganz normal blaue Lootscroll an. Blaue Lootscroll und Gildenlackbuff habe ich gerade an. Ich bin auch nur bei 209,5% von 300 möglichen. Also ich habe nicht mehr Tentbuff oder so drin. Das mache ich gleich erst an. Ich mache mir gleich schnell einen Kaffee und dann ballern wir mal Tentbuff und so rein. Ich rede mit 12,50 rum. Song Benny, Benny, Bad Ben. Sorry, not sorry, Crunchy. Boah, das sieht jetzt ewig her, dass ich das gehört habe. Ich überlege gerade, wie das Original hieß.
So, jetzt sind 2 Stunden um bei mir. So, ich gehe mal kurz nach vorne. Bits and Pieces mit Quest. Ach ja, die kommen ja auch noch dazu. Also 5. Hol dich, kann ich mir jetzt gleich noch über die Weekly abholen. Dann habe ich 15. Ja. Ah, Fuaru. Halt. Ich muss zurück. Bleib stehen, du Wicht. Ob du willst oder nicht. Schade. So, warte mal, mache ich mir ganz fix eine Mission 9 Gewehr. Ich gebe noch meine Weekly ab. Jetzt haben wir 15. 15, 2 Stunden inklusive. Und glatte 100 Kapras, Lul. Warte mal, ich mache mal hier so ein bisschen. Klar, Schiff. Weiß nicht, ob das gut ist. Ich habe jetzt 26, sagen wir mal knapp 3. 26, knapp 3. Car Trash. Ich weiß nicht, ob der Dude ist oder nicht. Aber ich glaube, ich zerballer mal meine Sehnsteine an der Zeit gerade. 26,3. War nicht gut? War nicht gut, oder was? So, warte mal. Ich mach den hier kurz. Und den hier. So, warte, dann gehe ich mir nämlich ganz kurz. Ja, wie soll ich das sonst sagen? 26,243.000 Trash habe ich gemacht, oder was soll ich sagen? Hab noch nie so gehört. Egal, ich mache mir kurz Kaffee, ich bin mir wieder da.
is harmless. I'm way too numb, yeah. It's way too dumb, yeah. I get those goosebumps every time. I need the hype. Throw that to the side, yeah. I get those goosebumps every time, yeah. When you're not around me, throw that to the side, yeah. I get those goosebumps every time. So. Ich muss immer dran denken, gleich Futter zu kaufen. Achso, halt. Wir haben ja gesagt. Oh, hallo. So, Tent drauf an. Danke. So, Tent drauf läuft. Blau läuft. Wir haben jetzt 259,5%. So. Und ich hab meinen Kaffee. Temper. Ich glaube ja immer nie daran, dass der Temper was bringt, ne? Wenn du mich fragst. Na, mal gucken. Hat sich Kerzen gerade, ne? Voll strebermäßig. Und ein Panini-Tatscher. Pogger. Wo ist mein Peace? Ja, du musst jetzt mal wieder aufholen, ne? Mit deinem Pitten. Bitte, 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 bitte. Warte mal, ich fühle mich jetzt, wenn ich einen Stock am Arsch hätte. Wenn ich so weit vorne sitze. Ich muss mich nach hinten stellen. So, warte mal. Oder so, dass ich mich übersteuere ein bisschen. Nee, halt. Jetzt. Besser. Grindpose. Zumindest haben wir jetzt auch wieder Platz in der Tasche, nachdem ich die ganzen Sehenssteine da zermatscht habe. Ich glaube sowieso, dass du das Piece vor mir droppst oder generell droppst im Gegensatz zu mir, Crunchy. Warum? Weiß nicht, so ein Gefühl. Weiß nicht. So ein Bauchgefühl. Hm. Warte mal. Mach mir keine Hoffnung. Okay. Oh, Kiste, Kiste. Ja.
Hey. Ach ja. Guck mal, Chira, hast du ja auch das Peace und nicht die Pitties machen müssen? Vielleicht hast du nochmal so viel Glück beim Anschauen. Ach, Chira war vor Pitty. Ach so. Dachte, der hat das gemacht in der Zeit, wo es schon Pitty gab. Oh, cool. Bei mir war bis auf Chira alles davor, vor dem Pity-System. Ich werde diese Lemuria-Kackschuhe doch niemals los. Ja, denn die machen nochmal so einen Feen-Move, dann ja. Samstag steht man diese Mutter-Cartoon. Wird schon klappen bei dir. Einfach immer weiter grinden. Einfach immer weiter grinden. So, mal zurück noch im Händeverkauf. Eigentlich, nee. Also, 2 Monate habe ich jetzt nicht gewartet. Das ging schon schnell. Moment. Ich habe hier ein Problem. Warum eigentlich immer dann, wenn ich einen Tentbuff drin habe, ha? Erklär mir das. Wenn ich dann schon mal einen drin habe. Baum, da bekomme ich ja schon fast Bock, auch noch ein paar zu grinden. Wegen was? Weil wir Dings machen gerade. Ich habe gehört, manchmal soll ganz toll sein. Da kraucht ein Musa dann Mewa rum. Bei mir. Irgendwo. Witzig, das habe ich auch gehört. Ist ein Spiel spielen, Kari? Sollen wir denn spielen? Ich dachte, ein Kniffel oder Mamau? Können aber auch BDO spielen, wenn er möchte. Finde ich gut wegen der Weile. Dachte ich mir. Kuss, Bruder. Ja, ich hab Bruder gesagt, nicht Bruder, auch wenn sich das fast gleich angehört hat. Gar nicht meine Absicht.
Ich glaube, der ist aber gegangen, oder? Also bisher läuft es noch sehr respektvoll bei mir ab, bei Chira. Chira, bei Manchom. Kuss auf die Nuss, wenn ich bitte, ne? Aber ich kann so viele Nüsse nicht küssen. Das, dann würde ich einen ganz anderen Ruf bekommen, wenn ich so viele Nüsse küsse. Also küsse ich immer Stirn. Ja, ja, ich weiß schon. Kuss auf Nüsse, ja, ja, ich verstehe schon. Könnt ihr sagen, Kuss auf Haselnuss oder so. Luga küsst also Nüsse von anderen Menschen? Nein, ja eben nicht. Ach, Kari dreht mir wieder die Wörter am Mund rum, weißt du? Ei, ei, ei. Ein Nussknacker? Ich hab sogar einen, irgendwo. Im besten Fall liegt er im Schubfach in der Küche. Im schlechtesten Fall weiß ich auch nicht, wo er dann sein könnte, ehrlich gesagt. Also ein paar Haselnüsse im Schrank, kannst du bitte mal alle kurz abküssen. Aber dann gönnen sie mir. Angeschleckt ist meins. So, motto-mäßig. Jede einzeln. Jetzt geht's dir gut, oder was? Kari, geht's dir gut, fragt eine Freundin. Also, ich meine, jeder hat ja so seine Vorlieben, ne?